Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die The Book of Firebox von Mono Inc. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Book of Fire von Mono Inc. Das Ganze am 24. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Es ist das 11. Album der Band. Es ist das 11. Album von Mono Inc. Das Ganze kommt hier in einer Box. Wir werden mal das Ganze aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So, einmal die Folie abmachen. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier passend zum Albumtitel The Book of Fire die Box in so einer Buchoptik. Auf der Vorderseite lesen wir Mono Inc. The Book of Fire und in der Mitte haben wir das Logo der Band, den Raben. Seitlich sieht das wirklich so aus wie so ein ganz dickes Buch mit schon so vergilbten Seiten. Also das sieht echt gelungen aus. Hier auf dem Buchrücken haben wir nichts weiter stehen, außer diesen Raben hier nochmals in kleiner abgebildet. Die Rückseite ist weiterhin in diesem Umschlag des Buches gehalten, in dieser Optik. Allerdings gab es auf der Unterseite noch etwas dran. Und zwar hatten wir so diesen Infozettel. Mono Inc. The Book of Fire Limited Fanbox. Also hier kriegen wir einen Einblick, was sich in diesem Buch befindet. Mechanische Spieluhr mit der Melodie von The Book of Fire. Faltposter in der Größe DIN A2. Schwarzer Schal mit eingewebten Logos in einem feurigen Orange, signierte Autogrammkarte, Deluxe, Digipack, CD, DVD, Notizbuch im The Book of Fire Design. Dann haben wir hier noch die Tourdaten zur The Book of Fire Tour. Die findet hier in Deutschland und der Schweiz statt, von Anfang März bis Anfang April. Dann haben wir noch einen FSK 12 Hinweis, der ist wohl der DVD geschuldet, plus die Beteiligten und Barcode. Gut, dann packen wir mal zur Seite und starten mit der Box. Das Ganze ist dann hier aufzuklappen. Hier kommt uns dann die eine Bücherhälfte entgegen. Sieht so aus. Und hier kommen wir dann zum eigentlichen Inhalt. Wir haben hier einmal einen Schal. Dann haben wir hier die Spieluhr. Das Album inklusive DVD, die unterschriebene Autogrammkarte, das Buch, dieses Büchlein hier, The Book of Fire, und dann haben wir noch das Poster. So, von innen die Box hier in diesem hellbraun und schwarz. Packen wir mal zur Seite. Was spannend ist, dass das hier wirklich komplett hier mit der Wand durchgängig ist. Also wirklich sowohl die linke Seite als auch die rechte Seite. Da hat man hier die entsprechende Schicht noch reingepackt in der Box. Nicht schlecht. So, die Box geht mal zur Seite. Und dann machen wir noch die Folie ab. Also einmal der Schal. Und einmal die CD, das Album. Allerdings, hier haben wir dann auch nochmal, die Tourdaten. Denn ich gehe mal davon aus, ja, die gibt es auch regulär im Handel, also nicht nur in der Box, sondern man kann natürlich auch das Album hier inklusive DVD regulär kaufen. So, dann schneiden wir hier mal auf. Okay, der FSK 12 Hinweis bleibt uns hier scheinbar erhalten, ist allerdings mit einem Sticker gelöst worden, also können wir dann im Nachhinein noch abmachen. Hier haben wir das Albumcover, darüber lesen wir wieder Mono Inc. The Book of Fire und dann haben wir hier die Dame der Band, die hier scheinbar mit schwarzen Flügeln gerade, ja, ist die Frage, ob sie verbrannt wird oder das Feuer über die anderen gebracht hat, aber ich gehe mal davon aus, dass sie hier entsprechend
verbrannt werden soll. Auf der Seite lesen wir The Book of Fire plus den Raben darüber. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Stück. 2 Features, eines von Tilo Wolf und eines von Tanzwut. Und dann haben wir DVD mit 4 Sachen. Und zwar haben wir hier 3x Videos. The Book of Fire, Louder Than Hell und Warriors. Videoclips und Behind the Curtain, The Making of. Jawohl. Dann wieder Beteiligte plus Barcode. Das Ganze kommt in einem Digipack. So sieht das aus. Also auch hier wieder in so einer Lederoptik gehalten. Wie schon das Buch. Sehr schön. Als erstes kommen wir zum Booklet. So, The Book of Fire. Hier haben wir die Lyrics. Sehr schön. Und das zieht sich jetzt so durch. Alles sieht wirklich aus wie so ein altertümliches Buch, auch von der Schrift her. Sehr gut gemacht vom Artwork. Dann haben wir hier ein Foto und wieder jede Menge Lyrics. Also hier wurde wirklich jeder einzelne Titel des Albums Wort für Wort abgetippt. Dann diese Abbildung, die wir dann auch auf der Autogrammkarte nochmal haben. Die drei Herrschaften plus die Dame. Weitere Lyrics. Foto wieder dabei. Hier nochmals alle 4. Und zum Abschluss haben wir dann hier noch die Credits zum Album. Und eine umfangreiche Danksagung. So, dann kommen wir zum weiteren Inhalt. Und zwar haben wir hier einmal die CD. Die ist auch in dieser hellbraunen, in dieser beigen Optik gehalten. Ebenso dahinter. Das sieht mir alles so ein bisschen mystisch und so nach Hexen aus. Und dann haben wir hier die DVD, auch hier wieder in beige. Jawohl. Gut, dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Das soweit zum Digipack. Ein Schal ist auch mit dabei. Und zwar ein schwarzer Schal mit orangen Elementen. Wir haben hier einmal den Raben, das Logo. Der findet sich sowohl links als auch rechts. Und in der Mitte haben wir dann den Albumtitel plus den Bandnamen. Das Design ist auf beiden Seiten ident. Also auch hier genau das zu sehen. Mit schwarzen Fransen. Zettel haben wir hier scheinbar keinen dabei. Aber ich gehe mal davon aus, dass dieser Schal, wie die meisten Schals, 100% Acryl ist. So, den Schal zur Seite. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Das sieht so aus. Also, wir haben hier die 4 Bandmitglieder wieder in ihrer prächtigen Verkleidung. Und auch hier wieder wird mein Verdacht von vorhin etwas genährt. Das sieht mir doch stark so nach einem Scheiterhaufen aus, auch wenn hier aktuell keine Person dran steht. Aber hier unten ist jede Menge Stroh und so kleines Holz. Und auf dem großen hier, an dem Stamm, wird dann wohl eine Person festgebunden. Und diese beiden Herrschaften sehen mir auch so etwas aus wie so Geistliche. Also sie haben hier zwar den Raben von Mono Inc. mit drauf, aber es sieht auf jeden Fall aus wie Vertreter der Kirche. So, dann haben wir hier unten wieder den Schriftzug Mono Inc. Das Ganze ist im Querformat, größentechnisch A2. Und wenn wir es wieder zusammenfalten, ist die Frage, wie am besten, ja so, sehen wir, dass es einseitig bedruckt ist. Also die Rückseite ist weiß. Ein Büchlein, so ein rotes Büchlein ist dabei. Mono Inc. The Book of Fire lesen wir auch hier wieder. Und so sieht das aus. Also es ist ein leeres Büchlein liniert. Und hier kann man dann entsprechend seine eigenen Gedanken, seine eigenen Texte verfassen. Was auch immer man möchte, kann man dann hier eintragen. So,
Eine Autogrammkarte ist mit dabei. Alle vier Bandmitglieder haben hier mit goldenem Stift unterschrieben. Hier unten sehen wir dann auch nochmal die Namen. California, Manuel, Antoni, Katamia und Martin Engler. Die vier Bandmitglieder auf der Rückseite weiß. Also die Autogrammkarte im Querformat. Und als letzten Boxinhalt kommen wir, in meinen Augen zumindest, zu einer absoluten Premiere. Und zwar haben wir hier tatsächlich eine Spieluhr. Die ist hier so in Grau, Silber und Schwarz gehalten. Dann sehen wir hier diese kleine Walze, die hier so verschiedene Ausbuchtungen hat. Und mit diesen Ausbuchtungen werden dann hier diese kleinen Metallstäbchen entsprechend in Schwingung gesetzt und das erzeugt dann einen Ton. So, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und richtig zu bedienen weiß, dann wird, wenn man hier dran dreht an dieser Kurbel, dann wird die Titelmelodie, also die Melodie des ersten Liedes des Albums, The Book of Fire nennt sich der Titel, dann wird diese Melodie erscheinen. Also ich hoffe, ich kriege das halbwegs hin, auch vom Tempo her, nicht so langsam, nicht so schnell. Wir schauen mal. Okay, da tut sich nicht viel. Habe ich irgendwas verpasst? Also wir sehen, Moment, hier auf der Seite, ich glaube von der Funktionsweise ist das gar nicht so schwer zu erklären. Wir haben hier diese Kurbel, die entsprechend hier gefräst ist. Und mit Hilfe dieser Kurbel müsste sich dann eigentlich dieses Zahnrädchen hier in Bewegung setzen. Also ich glaube, ja, oh ja, hier unten kann man es erkennen. Wir haben hier so ein Zahnrad, das hier an diesem gefrästen Metallstück aufsitzt und dieses Zahnrad setzt dann diese Kurbel, diese Trommel in Bewegung, diese Rolle. Aber irgendwie funktioniert meine nicht. Schade. Also auch wenn ich hier drehe, beziehungsweise wenn ich das Ganze irgendwie versuche weiter reinzuschieben, es lässt sich leider kein Ton hier hervorbringen. Ganz am Anfang hat man schon etwas gehört, als ich das Ding aufgesetzt habe auf den Tisch, aber na gut, ich kann es natürlich jetzt händisch drehen, das ist jetzt nicht ganz so Sinn der Sache, aber hier hört ihr ungefähr, was dann für Töne erklingen. Ja. Oh. Jetzt sieht's gut aus. Jetzt haben wir es wie auch immer repariert. Ich hoffe, man kann das halbwegs hören. Ich halte jetzt noch einmal kurz ans Mikrofon näher dran. Sekunde. Ja, also ich muss sagen, ich war jetzt etwas enttäuscht, aber wenn es jetzt wirklich wie auch immer wieder funktioniert, dann bin ich natürlich echt begeistert davon. Das kann schon was. Also der Refrain des Liedes The Book of Fire ist hier abspielbar mit dieser kleinen Spieluhr. Sehr schön. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Spieluhr. Dann haben wir den Schal hier in Schwarz und Orange. Die unterschriebene Autogrammkarte, alle vier haben hier unterzeichnet. Das kleine Büchlein, The Book of Fire hier, das Notizbuch. Das Poster, Größe A2 im Querformat. Und natürlich das Album mit 12 Tracks inklusive der DVD. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box The Book of Fire von Mono Inc. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mono Inc. unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.